Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben uns für euch was richtig Cooles überlegt, und zwar haben wir ein Weihnachtsessen vorbereitet, ein richtiges Menü bestehend aus einer leckeren weihnachtlichen Tomatensuppe. Dann gibt es einen Bierkrustenbraten mit Bratkartoffeln, Fisolen im Speckmantel und als guten Abschluss noch eine leckere Schokoladentorte. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video und ja, einen guten Appetit, falls ihr die Sachen auch selber nachkochen wollt. Die weihnachtliche Tomatensuppe brauchen wir: 2 Dosen gehackte Tomaten, 800 Gramm, 500 Gramm Tomaten, Kirschtomaten, eine große Zwiebel, ein Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Tomatenmark, 3 Esslöffel Olivenöl, ein wenig Salz, ein Teelöffel Paprikapulver und 300 ml Gemüsebrühe. Für die Dekoration brauchen wir Toastbrot und einen Sternkeks-Ausstecher. Als erstes habe ich die Zwiebel und den Knoblauch fein gehackt. Danach in einem Topf habe ich den Olivenöl erhitzt und dann die fein gehackte Zwiebel und Knoblauch angeschwitzt. Wenn die Zwiebel schon glasig ist, dann Paprikapulver und Tomatenmark hinzufügen, kurz anrösten und dann die Kirschtomaten und die geschälte Tomaten und die Gemüsebrühe hinzufügen und für circa 1,5 Stunden köcheln lassen. Danach mit einem Stabmixer alles pürieren, bis eine homogene Masse entsteht. Für die Dekoration der Suppe habe ich aus Toastbrot mit einem Keksausstecher kleine Sterne ausgestochen und für ein paar Minuten im Backofen reingegeben, bis das Brot ein wenig knusprig geworden ist. Und fertig ist unsere weihnachtliche Tomatensuppe mit dem Sternchen dekoriert. Schaut einfach super lecker aus. Und ihr könnt natürlich auch noch etwas Grünzeug reinpacken, am besten Basilikum oder etwas, was euch schmeckt. Weiter geht's mit unserem Hauptgang: Bierkrustenbraten mit Fisolen in Speckmantel und Bratkartoffel als Beilage. Für dieses Rezept brauchen wir 2 Kilogramm Bauchfleisch. Da ist es sehr wichtig zu beachten, dass nicht zu viel Fett drauf ist und dass die Knochen dabei sind. 500 ml Bier, 1 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel Thymian, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Honig und eine Knoblauchknolle. Als erstes habe ich mit einem Küchenmesser die Schwarte eingeritzt, so dass eine Wabenform entsteht. Danach die Knoblauchzehen in Scheibe geschnitten. Und jetzt werde ich das Fleisch gut würzen, zuerst mit Salz, dann mit Pfeffer, Paprikapulver, mit Thymian. Danach habe ich das Fleisch in einer Glasform eingegeben und weiter mit Honig gewürzt. Und die Knoblauchscheiben in alle Ritzen eingesteckt. Anschließend habe ich das Bier drüber geschüttet und mit Alufolie abgedeckt und für ca. 24 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Danach für ca. 3 Stunden auf 180 Grad vorgeheizte Backofen braten lassen. In der Zwischenzeit haben wir natürlich die Kartoffeln schon geschält, gewaschen und auch in einen Topf gegeben zum Kochen. Und nicht zu vergessen natürlich auch unsere Fisolen, die haben wir natürlich auch schon mal vorgekocht. Nicht vergessen auch das Wasser ein bisschen würzen, und zwar mit Salz, das haben wir auch bei den Kartoffeln und bei den Fisolen gemacht. Und einfach darauf achten, dass sie schön bissfest und durchgekocht sind. Nachdem die Kartoffeln dann auch gar sind, vom Herd nehmen, sie gut auskühlen lassen und anschließend sie dann in schöne
nicht zu dünne, aber auch nicht zu dicke Scheiben schneiden. Und anschließend werden dann die Kartoffelscheiben in ausreichend Öl gut durchgebraten von allen Seiten. Wir haben die Bratkartoffeln dann noch mit Paprikapulver und Salz gewürzt und das kann man ja dann auch nach Belieben variieren, was man gerne mag. Man kann auch noch Pfeffer dazugeben und so weiter. Also da bei Bratkartoffeln, finde ich, kann man sich ein bisschen austoben nach seinem eigenen Geschmack. Ja, und in der Zwischenzeit sind auch schon unsere Fisolen durchgekocht und jetzt werden wir sie hier in einen Speckmantel einrollen. Hier kann man sich so ungefähr zwischen 6 und 8 Fisolen zur Hand nehmen und diese dann gut und fest in diese Frühstücksspeck, so heißt bei uns dieser Speck, den wir gekauft haben, dann gut einrollen. Das macht ihr dann, oder beziehungsweise das wiederholt ihr dann so oft, bis ihr die gewünschte Anzahl Fisolenröllchen, Speckröllchen dann zur Verfügung habt. Umso mehr, umso besser natürlich, weil ich sage euch eins, das schmeckt einfach sowas von super lecker. Wir haben dann die Fisolen im Speckmantel noch in Öl ein bisschen angebraten, sodass der Speck schön knusprig und schön lecker und auch die Fisolen nochmal so ein bisschen angegart werden. Und das schmeckt einfach wirklich fantastisch. Kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr das noch nie ausprobiert habt, macht das. Das ist eine super, super leckere Beilage. Mittlerweile ist unsere Krustenbraten auch schon fertig. Wundert euch nicht über die dunklere Farbe. Das ist nur wegen dem Honig. Aber wie man sehen kann, lässt er sich super leicht durchschneiden, es ist schon zart und saftig und schmeckt einfach super lecker. Angerichtet am Teller mit den Bohnen im Speckmantel und auch mit Bratkartoffeln. Sieht einfach super lecker aus, es ist auch wirklich lecker, man braucht nicht mal eine Soße dazu, weil der Braten schon saftig ist und auch die Bohnen dazu einfach perfekt sind. Für unsere leckere Weihnachtsschokoladentorte brauchen wir 6 Eier, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, eine Tüte Backpulver, 40 Gramm Backkakao, dann brauchen wir 40 ml Öl und 40 ml Wasser. Zuerst müssen wir mal Eigelb und Eiklar trennen. Dafür habe ich mir auch zwei Schüsseln vorbereitet, eine große. Darin mache ich dann das Eiklar und die Eigelb mache ich in die kleine. Ich habe zuerst das Eiweiß steif geschlagen und habe dann anschließend auch gleich die Schüsselprobe gemacht. Das heißt, einmal Schüssel umdrehen, wenn der Eischnee noch drinnen bleibt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Anschließend habe ich mir dann die Eigelb zur Hand genommen und das Öl hineingeschüttet und diese zwei Zutaten so lange miteinander verrührt, bis so eine flüssige Mayonnaise entstanden ist. Und jetzt können wir beginnen, alle Zutaten miteinander zu verrühren. Da habe ich mir wieder den Eischnee zur Hand genommen und einen Spattel, wie ihr sehen könnt. Habe dann zuerst den Zucker in den Eischnee hineingeschüttet, dann kommt das Wasser dazu und dann noch die Eigelb-Ölmasse. Und dann habe ich die ganzen Zutaten mit dem Spatel vorsichtig unter den Eischnee gehoben. Zu der Masse kommt dann jetzt das Mehl hinzu, der Backkakao und die Tüte Backpulver und das Ganze wieder vorsichtig miteinander vermengen. Ich habe mir dann meine Backform zur Hand genommen, ich habe hier eine 20 cm Backform und habe sie dann eingesprüht, also eingefettet und anschließend natürlich meinen Teig eingefüllt. Den Teig habe ich dann bei 180 Grad Umluft circa 30 Minuten gebacken, aber nicht vergessen, Stäbchenprobe ist das Wichtigste. Während der Boden im Backofen backt, habe ich mich dann um den Sirup gekümmert. Hierfür habe ich 250 Gramm Zucker, 500 ml Wasser, zwei Tütchen Cappuccino und zwei so Rumaromen gebraucht. Und dann brauchen wir auch einen Herd, einen kleinen Kochtopf und einen Holzkochlöffel am besten. Den Zucker schütten wir in unseren kleinen Topf hinein. Dazu kommen dann noch 2 Esslöffel Wasser. Und dann fängt das Köcheln schon an, weil hier müssen wir jetzt den Zucker karamellisieren und dabei immer umrühren. Das ist immer das ganz Wichtigste, damit der Zucker nicht anklebt. Und es ist auch wirklich ganz, ganz einfach. Es klingt vielleicht kompliziert oder man hat Angst, dass der Topf kaputt geht. Aber wenn ihr das so macht, wie ich es erkläre, dann kann nichts schief gehen. Also immer wieder mal umrühren, am besten immer so bei kleiner Hitze starten. Der Zucker muss dann nämlich so schön gelb,
ja, gelbbräunlich karamellisiert ausschauen. Und jetzt kommen wir zum lustigen Part. Hier wird nämlich das Wasser dazu geschüttet. Und nicht erschrecken, der ganze Zucker wird hart werden, aber das wird sich natürlich schön auflösen und wird wieder ganz flüssig. Nachdem sich dann der ganze Zucker aufgelöst hat, kommen dann die restlichen Zutaten dazu, und zwar die zwei Cappuccino-Tütchen, und das auch ganz gut miteinander verrühren und anschließend dann noch diese zwei Rumaromen dazugeben. Lass das Ganze ein bisschen aufkochen und dann den Sirup schön auskühlen lassen. Jetzt werden wir die Creme zubereiten. Hierfür habe ich 3 Eigelb, 150 Gramm Puderzucker, 40 Gramm Backkakao und 250 Gramm Butter. Die Butter sollte bestenfalls Zimmertemperatur haben, also jetzt nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Und diese werden wir dann verrühren, also mixen, so lange, bis es ganz schön cremig ist. Zur Butter habe ich dann den Puderzucker hineingeschüttet, immer so nach und nach, damit keine Klümpchen entstehen. Und dann auch noch die weiteren Zutaten, nämlich den Kakao und auch die 3 Eigelb. Und hier natürlich auch alle Zutaten wieder gut miteinander vermengen. Anschließend dann die Creme in den Kühlschrank stellen, um sie gut gekühlt zu lagern, bis wir sie dann verwenden. So, und jetzt können wir uns wieder unseren Tortenboden widmen. Ich habe meinen schön auskühlen lassen, über Nacht bestenfalls, wenn nicht reichen auch ein paar Stunden. Dann habe ich ihn aus der Backform rausgeholt und dann den kleinen Hügel weggeschnitten, weil bei mir ist so ein kleiner Kügel aufgebacken. Den natürlich nicht wegwerfen. Ich habe daraus noch Cake Pops gemacht, aber das zeige ich euch dann später. Anschließend habe ich dann meinen Tortenboden nochmal halbiert, sodass ich zwei Teile habe, und habe dann angefangen, den oberen quasi als erstes hinzulegen, damit der untere, der schönere quasi, der ist ja super gerade, dass der dann quasi oben ist. Jetzt kommen wir zum allerlustigsten Part überhaupt. Wenn ich diese Torte backe, dann ist das mein Favorite Part, sage ich euch. Jetzt wird nämlich mit dem Sirup der gesamte Tortenboden richtig durchgenässt. Der muss richtig nass sein. Wenn ihr da mit dem Finger raufpatscht, muss es richtig rausspritzen sozusagen. Also jetzt Spaß beiseite, der Sirup muss wirklich hier großzügig verteilt werden. Bitte nicht sparen, weil das macht diese Torte nämlich so einzigartig da und so super lecker, saftig und sehr, sehr lecker, wenn der Sirup wirklich ganz großzügig überall verteilt wird, sodass er schon unten rausrinnt. Ja, und wenn ihr dann fertig seid, dann ist wirklich der gesamte Boden durchgenässt, dann kann man schon die Creme auftragen, und ich habe hier meine Creme in so einen Plastiktüllbeutel, also so einen Einwegtüllbeutel, den man dann wegwerfen kann, umgefüllt und ja, habe es dann so aufgetragen, weil ich finde, so kann man es ein bisschen gleichmäßiger auftragen, und anschließend habe ich es dann noch so mit seinem Spatel, ja, ja, sag ich mal, so gerade und schön gezogen. Ja, wenn das alles schön glatt ist, kommt dann der Tortenboden rauf, also der Tortenboden, der zweite, der Deckel sozusagen, der wird dann schon drauf gedrückt, und dann habe ich noch an den Seiten geschaut, ob die Creme auch schön verteilt ist, und habe dann noch so ein paar Löcher ausgefüllt. Jetzt geht der spaßige Teil wieder von vorne los, weil auch der obere Tortenboden muss noch mit dem Sirup bedeckt werden, und da habe ich dann das Restliche. Also ich habe mir den Sirup auf zwei Teile aufgeteilt und ja, habe dann noch quasi das Restliche über den oberen verschüttet und geschaut, dass es wirklich schön, schön flüssig ist. Ich habe die Torte dann zwischenzeitlich mal wieder kurz in den Kühlschrank gestellt, um mich ein bisschen um die Deko zu kümmern, und habe hier aus diesem Hügel, den ich ja weggeschnitten habe, aus dem Tortenboden, ganz spontan Cake Pops gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, was machst du damit? Machst du Cake Pops? Und Cake Pops gehen super einfach. Einfach den Kuchen, den man hat, zerbröseln. Dann kommt dann noch Marmelade dazu. Man kann aber auch was anderes nehmen. Ich glaube, manche nehmen auch Frischkäse oder so. Dann gut miteinander vermengen, sodass es schön, ja, matschig ist. Dann kommt es in den Kühlschrank und anschließend formt man daraus Kügelchen. Ja, so geht Cake Pops. Man kann die Cake Pops natürlich mit so Stielen versehen, aber ich wollte sie ja als Deko für meine Torte verwenden und habe die Stiele weggelassen, habe mir hier ein bisschen Kuvertüre warm gemacht und habe mir so ein Fondue-Spießchen genommen und diese dann damit in die weiche Kuvertüre eingetunkt, sodass sie schön mit Schokolade bedeckt sind.
Dann muss man sie immer gut ausschütteln, aber vorsichtig. Und dann habe ich sie anschließend ganz schön bunt mit Zuckerstreusel beschmückt oder bestreut sozusagen. Und habe da einfach so ein bisschen winterliche Farben genommen. Ja. Für die Deko habe ich mir dann noch so weiße Kuvertüre warm gemacht, habe grüne Pulverfarbe und 4 Schaschlikspieße mir zur Hand genommen und natürlich ein Backpapier, wie ihr sehen könnt. Habe dann die weiße Kuvertüre mit der Lebensmittelfarbe, also das ist eine Pulver-Lebensmittelfarbe, mit der kann man Kuvertüre sehr, sehr toll einfärben, ohne dass sie so dick und ekelhaft wird. Und habe mir dann auf dem Schaschlikspieß dann so einen Baum raufgemalt. Man kann es mit einem Löffel machen, aber wenn ihr noch ein bisschen genauer arbeiten wollt, da könnt ihr euch auch so einen Spritzbeutel nehmen. Aber mir hat das eigentlich mit einem Löffel komplett ausgereicht. Ich habe mir dann designtechnisch noch überlegt, es nochmal ein bisschen dunkler zu machen, die restliche weiße Kuvertüre, also die grüne. Und nochmal so ein bisschen einen Farbeffekt hier reinzuzaubern. Anschließend habe ich dann über meine Tannenbäume dann auch ein bisschen Zuckerperlen drüber gestreut, damit es ein bisschen festlich ausschaut. Spontan habe ich mir dann überlegt, noch ein bisschen Schlagsahne zu machen, habe dafür Schlagobers bzw. Schlagsahne genommen. Dann habe ich hier ein bisschen Puderzucker und ein bisschen Zitronensaft, habe die ganzen Zutaten miteinander vermengt und sie gut durchgemixt, bis die Schlagsahne halt fest wurde. Habe sie dann in so einen Tüllbeutel umgefüllt und sie, bis ich sie dann verwendet habe, wieder in den Kühlschrank gestellt. Bei der Glasur habe ich es mir dann ein bisschen einfacher gemacht, da habe ich einfach eine fertige gekauft, die von Manna, die ist wirklich super lecker und da kann man nichts falsch machen. Die kommt ein bisschen in die Mikrowelle oder ins Wasserbad und die schmeckt einfach sehr gut zu dieser Torte. Deswegen habe ich die genommen, habe sie dann schön verteilt und ja, wie ihr seht, mit dem Spatel nochmal überall hingezogen. Und die Schokoladentorte ist eigentlich fast fertig. Jetzt habe ich sie dann noch dekoriert. Ich habe dann die Cake Pops überall rundherum platziert, sodass das einfach quasi überall so ein Kügelchen ist. Und das ist sich wirklich perfekt ausgegangen. Hat wirklich süß ausgeschaut. Habe dann mit der Schlagsahne noch so ein paar Flöckchen raufgezogen, diese dann mit Zuckerstreusel bestreut und habe dann auch so Zuckerstangen in die Torte reingesteckt. Ja, also da kann man machen, wie man will, wie es einem gefällt. Ich bin dann nach dem Motto, mehr ist mehr gegangen und habe einfach so viel wie möglich gemacht. Habe dann auch meine Tannenbäume genommen, die natürlich in der Zwischenzeit schon gut ausgekühlt sind und habe sie dann auch so reingesteckt. Dann schön mit Zuckerstreusel bestreuen. Also hier, wie gesagt, hier kann man es echt nicht übertreiben. Dann habe ich auch so Goldschnee oder Goldglitzer gekauft. Ich finde, der schaut jetzt nicht so gold aus, aber hat einen tollen Effekt gegeben. Habe das dann nochmal überall hingestreut. Und dann natürlich auch nochmal Zuckerstreusel in rosa, gold, in allen Varianten. Letztendlich habe ich da noch diese Lebkuchenmännlein raufgestellt. Das war so, die habe ich fertig gekauft und fertig ist mein Törtchen. Schaut sie nicht einfach süß aus? Also ich finde sie sehr gelungen. Und wie gesagt, da ist eurer Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt. Macht, wie ihr wollt. Ich finde immer, mehr ist mehr, gerade zu Weihnachten. So, meine Lieben, und so schaut unser fertiges Weihnachtsessen-Menü aus. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und ein bisschen animieren, was Leckeres zu kochen. Und wir wünschen euch und eurer Familie frohe Weihnachten und gesund bleiben. Tschüss, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.